Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, wenn ihr das sehen könntet, was ich mir hier gerade zusammengebaut habe, würdet ihr euch jetzt schon kaputt lachen. Denn an der Kamera ist mit einem Haarband ein Spiegel befestigt, damit ich überhaupt was sehen kann. Denn ja, ich wollte heute die 3 Minuten Make-up-Challenge mitmachen. Und wie ich jetzt aussehe, ist halt typisch für einen Sonntagnachmittag. Und da habe ich gedacht, ey komm, dann macht ihr einfach mit. Ist doch egal, die Leute kenne ich jetzt eh schon ungeschminkt. Machst du einfach mal mit. Und ja, ich sehe wahrscheinlich beschissener aus als vorher, weil 3 Minuten, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich mache einfach das Nötigste und dann mal gucken, wie das dann aussieht. Eigentlich schlimmer sein kann es jetzt, werden schlimmer. Es ist Sonntag. Aber ich schneide das nicht raus. So. Oder? Nein, ich mache jetzt weiter. Komm, scheiß drauf. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und ich fange jetzt einfach mal an. Ich habe mein Handy jetzt gerade hier schon. Und ich mache euch gleich ein Foto von dieser Konstruktion, die ich mir hier gerade erbaut habe. Weil dann werdet ihr euch dann schon kaputt lachen. So. 3 Minuten. Wie ich es schaffen soll, weiß ich noch nicht. Aber oh, ich bin voll aufgeregt. 3, 2, 1 und Start. Es läuft. So, ich fange an einfach, ich nehme jetzt kein irgendwie Make-up oder so. Ich fange so an, hier mit meinem Puder, ne? Ich zeige das auch nicht mehr. Das ballere ich mir jetzt einfach rein, damit ich wenigstens etwas Farbe habe. Wie krank muss man eigentlich sein, um so einen Scheiß mitzumachen? Würde mich natürlich über Videoantworten freuen. Wie soll ich das denn schaffen? So, das reicht jetzt nicht weiter. Hier Wimpern mache ich nicht. Hier Zange, wollte ich sagen. Ich mache hier gleich, ne? Ich nehme hier Essence, kennt ihr ja, ne? Extreme Power, wollte ich gerade sagen. I love Extreme. So, ich weiß nicht, wie viel Zeit. Ich muss da drauf gucken, sonst weiß ich, kann ich das nicht einschätzen. Noch 1 Minute! Ha! Ich bin zu langsam. Dafür bin ich nicht gemacht. Leute, dafür bin ich nicht gemacht. So, ich hau noch Rouge drauf. Zum Glück muss ich nirgendwo mehr hin. Doch, ich muss gleich noch wohin. Ich muss irgendwas noch gleich zu essen holen, aber egal. Ich wollte euch noch was zeigen. Das zeige ich euch aber gleich nach den 3 Minuten, weil das schaffe ich jetzt nicht mehr. Lipgloss. So, ich bin fertig. Ich habe das tatsächlich geschafft. Und wo ist das Klingeln? Zeit abgelaufen. Ich habe es geschafft. Ja, ist gut. Wo geht der Scheiß denn jetzt wieder aus? Okay. So, so schlimm sieht das gar nicht aus jetzt, ne? Ist okay. Aber okay, zur Arbeit gehen kann man jetzt. Obwohl, das geht eigentlich. So, was ich euch zeigen wollte, was ich jetzt nicht mehr geschafft habe, was ich aber vielleicht noch hätte schaffen können, ist hier, was ich mir neu geholt habe. Und zwar ist das hier von Essence. All About Matte Fixing. Ja, so ein Puder.
loses Puder. Und zwar ist das transparent. Das ist einfach, sieht einfach so aus. Das war klar, dass ich da wieder mit rumklebe. Und zwar kann man das einfach, dann nimmt man sich einen Pinsel, den man eben nicht mehr so häufig benutzt. Und den nimmt man einfach und tupft den hier rein. Und das ist wie gesagt transparent, kann man vielleicht sehen. Und wenn man fertig ist mit dem Schminken, dann haut man sich das einfach darüber, über das komplette Gesicht. Und ich hätte das nicht für möglich gehalten, aber es ist wirklich so, dass das den ganzen Tag hält und man hat eben dieses, auch man kann das so übers Rouge drüber machen, dass es eben komplett für den ganzen Tag frisch aussieht. Dass das ganze Make-up so aussieht, wie man sich das morgens gemacht hat. Das hätte ich jetzt auch nicht für möglich gehalten, aber das funktioniert wirklich. Vielleicht hätte ich das jetzt in den 3 Minuten noch geschafft. So, das wollte ich euch nur noch kurz erzählen, weil das ist wirklich gut. Das kostet 3,99 €. Bei Rossmann habe ich das, glaube ich, gekauft. Ist dies hier. Kann ich euch nochmal drunter schreiben oder drüber oder je nachdem, wie ich Technikfreak das gleich wieder hinkriegen werde. Ne? Ihr seht das dann ja. Auf jeden Fall, ja, würde ich mich über Videoantworten freuen. Denn, ja, das hat eigentlich jetzt wohl Spaß gemacht und so schlimm. Okay, mit meinem Dutt hier oben auf dem Kopf. Den kann ich ja auch nochmal entfernen. Dann seht ihr auch nochmal das komplette Ergebnis. So. So schlimm ist das gar nicht, oder? Na gut. So, Leute, das war's mit meinem kleinen Sonntagsvideo. Und mir hat das wieder voll Spaß gemacht und ich freue mich schon auf das nächste Video. Ich will am liebsten jeden Tag Videos machen, weil das echt Hammer Spaß macht. Und bedanke mich auch nochmal für, ich weiß gar nicht, wie viele Abonnenten ich jetzt habe. Irgendwas um die 130 oder 140. Jemand, der das jetzt sieht, der 15.000 Abonnenten hat oder so, der sagt wahrscheinlich hier, die Alte, die tickt ja nicht mehr ganz richtig. Aber ich freue mich wirklich über jeden Einzelnen, der mich abonniert und mich sehen möchte. Und jedes Mal, wenn ich drauf gucke, meistens morgens bei der Arbeit, gucke ich einmal kurz in meinen Account rein und ich sehe wieder, oh, da sind wieder 3 neue Leute dazugekommen, dann freut mich das total, weil ne, jeder, der mir zuschaut, zeigt ja, dass er Interesse daran hat, was ich hier mache. Und umso mehr Leute das werden, umso mehr Spaß macht das natürlich. Ne? Und am liebsten, wie gesagt, würde ich jeden Tag ein Video machen, weil ich habe 1000 Ideen, was man machen kann. Es gibt so viele Tags und so viele Challenges und Haare und Make-up und Hauls und keine Ahnung. Aber ich mache jetzt einfach erstmal so alle 3, 4, 5 Tage, je nachdem, ein Video. Und für die Leute, die mich schon abonniert haben, ihr könnt mir einfach mal runterschreiben, was ihr dann als nächstes mal sehen wollt. Da würde ich mich echt drüber freuen. Leute, ich wünsche euch einen schönen Sonntag und vielen Dank fürs Zusehen. Tschüssi!